Herzlich willkommen zu einem neuen Astro-Video und heute mit etwas Verspätung, aber dennoch mit ganz viel Brisanz meiner Meinung nach, denn es geht jetzt wirklich los und du hast es vielleicht gemerkt seit dem Neumond, der am 10. Februar stattgefunden hat, also vor 5, 6 Tagen stattgefunden hat, Der war ja ganz geladen. Und so ein Neumond beschreibt eben einen neuen Mondzyklus. Der geht so einen Monat lang durch den Tierkreis. Und immer wenn der Mond neu geboren wird, kann man ja sagen, okay, das ist so ein bisschen so der Initialschuss für das nächste Monat. Also so Mitte Februar bis Mitte März. Und du hast es, wie gesagt, vielleicht schon erlebt, die volle Power, die volle Energie, die Kraft, die sich da plötzlich wie entfesselt anfühlt. Und ich habe es ja auch schon gesagt, wir haben eine ganz, ganz brisante, wassermännisch aufgeladene Zeit. Also wenn du jetzt so mal reinfühlst und um dich herumschaust, dann kannst du so erahnen, was eigentlich diese Wassermann-Energie so alles macht und so grundsätzlich, was die da so alles auslöst. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was ist denn da geschehen oder in welcher Zeit sind wir denn jetzt? Mond und Sonne haben eine Konjunktion, Neumond, klar, im Wassermann. Und Wassermann, der Uranus, der große Rebell, der große Erneuerer, der etwas vorantreiben will, beheimatet ja jetzt den Pluto, den Planeten der Macht und Ohnmacht, den Planeten der Fixiertheit, aber auch natürlich der Transformation des Stirb und Werde. Und wenn man sich jetzt überlegt, es soll sofort etwas passieren, es soll sofort Transformation passieren, es sollen sofort transformative Prozesse in Gang kommen, dann spüren das ganz, ganz viele Menschen gerade in ihrem Inneren. Und so wie es jetzt sich am Neumond zeigt, nämlich unter den großen Konjunktionen, die wir haben, Mars, Venus, ja, und wir haben natürlich auch noch dabei eine Konjunktion Mars-Pluto. Und wenn du dir das vorstellst, Mars-Venus, weiblich, archetypisch weibliche Qualität, die Venus, wo fühle ich mich wohl, was ist mein Sinn für Ästhetik, das Weibliche auch oft, ja, also die Muse oft auch für die Männer und der Mars, der Adonis, der ja, das Lustobjekt des Mannes und das Lustobjekt der Frau kommen so quasi zusammen. Und da stehen die Zeichen natürlich auf einer Rebellion, einem gewissen Wandel im Beziehungsmustern, im Beziehungshaus. Ja. Da geht es natürlich drum um Werte, um die gemeinsamen Werte. Also es steht ja die Venus und der Mars, die haben sich ja da so quasi noch im Steinbock getroffen. Und da geht es ja um die herkömmlichen Strukturen, um das herkömmlich, das, was dich bestimmt hat, auf gut Deutsch deine langfristige Beziehung, vielleicht auch deine Ehe. Und da ist jetzt eben so mit Mars-Pluto richtig Wind reingekommen, nämlich die Energie der Transformation, des Wandels, des Stirb und Werde, aber auch der Häutung. Das heißt einfach, es geht darum, alte, eingefahrene Muster, die vielleicht immer funktioniert haben in deinen Beziehungen, da neu zu denken, neu zu überdenken und da auch ein bisschen wach zu werden, zu sagen, was passt denn jetzt noch in unsere Beziehung, was passt denn nicht in die Beziehung. Das heißt nicht unbedingt bitte eine Trennung, aber das kann auf jeden Fall heißen, dass da durchaus so Denkprozesse angeregt werden. Und was man auch merkt, ist einfach, dass auch so ein gewisser Druck sich aufbaut. Das kann ein Druck auch in sexueller Natur sein mit Mars, Pluto. Das kann allerdings auch ein Druck sein, der sich plötzlich entlädt. Das heißt auch durchaus mit Aggression zu tun haben, mit Streit zu tun haben, wo man merkt, okay, da ist einfach viel auf einmal dicke Luft sozusagen im Raum. Und das kann sich auch sehr plötzlich eben mit Pluto im Wassermann entladen. Ich spüre es halt extrem jetzt im Straßenverkehr. Also ich finde momentan gleicht das alles so einem Death Race da draußen. Also wenn du den Film kennst, und man muss nur mehr aufpassen, weil man immer das Gefühl hat, entweder man ist in einem vielleicht bekannteren Film, Fast and Furious Film, als jetzt im normalen geregelten Straßenverkehr.
Also das kommt mir schon so vor und da sollte man auch sehr aufpassen, eben vor diesen Aggressionen, die sich da jetzt zeigen. Auf der anderen Seite im Positiven zeigt sich das halt auch mit wahnsinnig viel Kraft und Energie und der Möglichkeit, da wirklich Dinge auch vorwärts zu bringen, etwas neu, überraschend, kraftvoll starten zu können. Ja, also der Mars ist ja auch der Pionierplanet und der vermählt sich eben mit dem Pluto zusammen und da kann es natürlich auf der einen Seite zu Unruhen, zu Protesten kommen, jetzt wenn man so jetzt vom Gesamtkollektiv her sieht, aber auch natürlich individuell gesehen kann da eine Riesenkraft sich entwickeln, ein Riesenkraftschub kommen, also wie wenn man auf den Turbo-Booster drückt und der schießt dann richtig los. Also es ist auf jeden Fall eine sehr energetisch hochgeladene Zeit und die Venus lädt uns auch ein bisschen ein, wie die jetzt steht, auch zur Vorsicht in nächster Zeit. Nämlich, wir haben so ein Quadrat noch einmal zu Saturn. Das heißt also, dieses Gefühl, vielleicht stecke ich in einer Beziehung fest oder ich stecke in einem Liebestraum fest oder in einer Vorstellung meiner Beziehung. Also da bitte auch prüfen. Beziehung heißt nicht unbedingt immer du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Eine Beziehung kann auch genauso sein, die du hast mit einem Traumpartner oder in der Vorstellung hast mit jemandem. Und das ist auch ein Leidensdruck, der sich da jetzt ganz stark aufbaut und der da auch gelöst werden möchte. Das heißt, träum nicht rum, sondern schau, was ist konkret da. Dieser nüchterne Blick, diese Entzauberung wäre da auch ganz gut, gerade im partnerschaftlichen Bereich. Denn die Venus hat auch noch ein Sextil zum Neptun in Fische und das ist auch immer wieder so der Liebestraum, ja? Oder auch der Traum vielleicht. Man wünscht sich auch, weil Venus ja im Steinbock steht, man wünscht sich auch die alten Strukturen, alte Regeln zurück, die Welt zurück, die alte Welt zurück. Du wünschst dir vielleicht die alte Welt zurück und so der Gedanke, warum kann es nicht mehr so sein wie in der guten alten Zeit? Aber das ist jetzt eben vorbei. Und diese Wehmut wird wahrscheinlich auch vielen bewusst werden, dass man sagt, okay, man merkt wirklich jetzt langsam, merkt schon der Langsamste, dass sich etwas massiv ändert und dass es so auch nicht weitergehen wird. Und da haben wir halt einfach so ein paar so Druckpunkte drauf. Außerdem ist die Venus noch einmal extrem bestrahlt mit einem Trigon zu Uranus. Und der Uranus ist ja auch jemand, das ist auf einmal so der plötzliche Flirt und ja, vielleicht hast du ja jemanden kennengelernt oder ist dir jemand über den Weg gelaufen, wo du auf einmal denkst, wow, unglaublich, da ist sicher mehr da oder da wäre mehr drinnen. Das ist so schnell, diese schnelle Flirt, diese schnelle Liebe, die aber auch relativ schnell wieder verpufft. Ungefähr so, wie wenn man das Kostüm vom Faschingsdienstag abgelegt hat. Genauso schnell, wie kann das auch wieder vorbei sein unter diesen Vorauszeichen? Ja, wir haben auch noch mit dem Jupiter im Quadrat zu Merkur, also Merkur ist ja im Wassermann gerade, also und da eben immer wieder aufpassen beim Bedienen von Maschinen, da immer auch aufpassen, bitte. Also das sind auch oft so Nervengeschichten im Körper, das kann auch eben das sein, Merkur im Wassermann. Und da ist jetzt gerade ein Quadrat eben zu Jupiter drauf. Und der Jupiter ist im Stier. Und das heißt einfach schon so ganz konkret für mich auch, das können Themen mit dem Bewegungsapparat sein, da bitte gesundheitlich auch aufpassen. Also da kann es durchaus zu Themen, zu Problemen kommen, zu überraschenden Wendungen auch in der körperlichen Ebene kommen. Also das sollte man bitte schon bedenken. Und eben auch noch einmal beim Bedienen von Maschinen, ich habe den Straßenverkehr schon erwähnt, also eine wahnsinnig energetisch aufgeladene Zeit. Und man merkt jetzt einfach wirklich so dieses Wassermännische in allen Bereichen. Ja. Also Wassermann will ja zuerst einmal immer so alles aufbrechen und die Revolution. Und der liebe Uranus hat ja dann auch noch ein Quadrat zu Sonne und zum Mond. Also das heißt, die Wandlungen in der Materie, in unserem Wohlstand, die wir alle erleben, die drücken immer mehr auch auf unsere Lebensqualität und rufen auch immer mehr zur inneren Unruhe. Die Frage ist nur, wann sich diese innere Unruhe so kanalisiert, dass sie zu einer äußeren Unruhe wird, dass das kippt. Ich habe ja jetzt dieses Video auch deshalb verspätet gemacht, weil ich mit der Monika Donner ein Video aufgezeichnet habe, das letzte Woche rausgekommen, Zeit der Revolution heißt, wo ich diese Zeit, diese volatile Zeit, in der wir sind, auch mit der Zeit der Französischen Revolution vergleiche. Ich werde auch noch mal ein extra Astro-Video dazu machen.
Aber, und dann noch einmal genauer astrologisch drauf eingehen, weil in dem Gespräch mit der Monika haben wir eben so eine astrologisch-strategische Analyse wieder gemacht. Und ich muss auch sagen, also das ist schon der Unmut, die Unzufriedenheit steigt, im Völkischen steigt, das Volk will Veränderung. Und das ist uns in dieser Zeit jetzt auch ganz bewusst mit diesem Quadratabstand. Das kommt auch dieses Monat noch einmal sehr stark zu tragen. Und ja, man kann gespannt sein, wie sich das dann alles entwickelt und weitergeht. Auf jeden Fall, wenn du das Gefühl hast, du bist selber nervös, du bist selber unruhig, du bist selber irgendwie so ein bisschen, man sich denkt, jetzt muss was passieren, so wetzt so innerlich hin und her, dann geht das natürlich vorüber, Punkt 1, aber Punkt 2 ist auch wirklich, finde einen positiven Kanal für diese Energien. Also schau nicht, dass du das zu sehr speicherst in dir, dass du diese Unruhe speicherst, sondern werde wirklich kreativ. Also das Gute ist immer, wenn man an einen Umbruch denkt, an revolutionäre Tendenzen denkt, dass man da auch ans Kreative, ans Erschaffen und nicht nur ans Niederreißen denkt. Weil die Frage ist nicht, wovon willst du frei sein, sondern die Frage ist immer, wofür willst du frei sein? Und aus diesem Wofür will ich frei sein, ergeben sich dann auch die Visionen, die in dieser Wassermannzeit meines Erachtens nach absolut notwendig sind und absolut, ja, das sind, was uns weiterbringt, alles. Sowohl als Menschheit als auch als Individuum. Ja, ich habe ja das Sextil von Neptun auf Venus und auch das Sextil auf Mars hat Neptun auch ein Sextil und der dämpft Gott sei Dank dieses Explosive alles ein. Also der schaut schon, dass es auch gut geht, also dass alles noch ein bisschen eingeweichter wird und dass diese ganzen Tendenzen nicht absolut aufbrechen. Weil das ist immer so ein Tanz auf dem Vulkan, kann man sich so vorstellen. Und da geht es immer darum, wie werden denn diese Energien ausbalanciert? Du kannst es so vorstellen, eben, da kommt eine Kraft, eine explosive Energie. Und diese explosive Energie kann entweder noch aufgestachelt werden, dass es zu einer Eruption kommt, oder sie wird ein bisschen gedeckelt. Und in dem Fall hilft eben Neptun mit, diese Energien wieder zu deckeln, ein bisschen zu entschärfen, dass es eben nicht so zu einer Eskalation kommt. Darum geht es, denke ich, auch immer wieder gut aus. Aber dieses Übertriebene, dieses Verrückte, das bleibt uns auf jeden Fall jetzt so dieses Monat erhalten. Also so bis Mitte März, also ist das absolut drinnen. Und wir haben da eben durchaus so Konstellationen, die das hergeben, wo man sagt, okay, da kann eben was Neues starten, da können Veränderungen kommen, da kann ich auch sehr, sehr fleißig sein, bitte. Da kann ich auch wahnsinnig was weiterbringen in dieser Zeit. Und wir haben jetzt einfach diese Zeit, die du jetzt wahrnimmst, so bis Mitte März, ist einfach die Zeit, die dir schon definiert, wohin die Reise mit dem Wassermann Pluto Thema geht, diese uranischen Themen, diese plutonischen Themen, und die kochen jetzt relativ hoch und deshalb ist es eine spannende Zeit auch für dich zu beobachten, wie geht es dir denn, was fühlst du denn da, wie empfindest du denn? Und wenn du das Thema noch vertiefen willst, dieses Pluto im Wassermann, ich habe am 23. Februar ein Event live bei mir in Linz, da geht es um Pluto und Wassermann und da geht es auch darum, wo diese ganzen Themen individuell bei dir stattfinden und welche Themen daran gekoppelt sind. Also da schauen wir noch einmal viel genauer in dein individuelles Horoskop rein. Das heißt, am 23. Februar findest du auf meiner Homepage, melde dich gerne an. Pluto im Wassermann, ein Live-Event in Linz. Ich freue mich natürlich, wenn du kommst. Und ich freue mich natürlich, wie immer, über einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, teile das Video, wenn du jemanden kennst, den es interessiert. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Entweder live in Linz, bei mir bei einem Kurs, bei einer Sitzung, bei einer Beratung oder natürlich hier online auf YouTube. Und danke fürs Dranbleiben, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, ein gutes Monat. Bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erenich. Tschüss.